Heute gibt es bei mir Makani-Hühnchen. Wenn ihr nicht genau wisst, was das ist, schaut es euch an. Viel Spaß dabei. Willkommen bei Barbecue aus Baden. Ja, Makani-Hühnchen ist ein sehr einfaches, aber doch sehr schmackhaftes Gericht. Die indische Küche arbeitet da sehr viel mit verschiedenen Aromen. Auch hier brauche ich einen überschaubaren Warenkorb. Das sind Tomaten passiert, Paprika, Chili, Tomatenmark, Frühlingszwiebeln, Knoblauch, Ingwer und Zwiebeln. Des Weiteren Gemüsebrühe, Sahne und angeröstete Cashewnüsse. Des Weiteren brauche ich natürlich meine marinierte Hähnchenbrustfilet. Wie ich die gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Ja, meine Hähnchenbrustfilet werde ich zuerst mit Honig bestreichen. Das heißt, bestreichen tue ich sie nicht. Ich tue es schön einmassieren. Mache ich dann von beiden Seiten. Ja, es gibt A, ein super Aroma, weil der Honig dann beim Anbraten karamellisiert, und B, euer Rub haltet ganz einfach besser drauf. Und Honig ist auch ein Grundbestandteil der indischen Küche. Das ist mein Rub, den könnt ihr auf meinem Blog www.barbecueausbaden nachlesen. Genau so muss es dann aussehen bei mir. Müsst ihr auch gar nicht sparen, schön einmassieren ins Fleisch. Dasselbe mache ich dann auch von der anderen Seite. Ja, das ist ja nichts Neues, was ich euch da erzähle. Schön einmassieren das ganze Gewürz. So, jawohl, ein Rub drauf. Und wie gesagt, auch hier müsst ihr nicht sparen. Schön verteilen das Ganze. Genau, reicht jetzt auch. Und dann schön einmassieren das Ganze. Und zum Schluss für 48 Stunden in den Kühlschrank. Nach 48 Stunden sehen sie dann so aus. Schön eingezogen. Der Rub riecht hervorragend hier. Jetzt gehen wir auch schön zusammen raus zum Grill. Da steht schon mein FT6, den habe ich schon mal vorgeheizt. Dann kommt ein bisschen Butterschmalz dazu. Das gibt einfach so eine butterige Note in dem ganzen Gericht. So, die Hähnchenbrüste werde ich jetzt schön anbraten. Dann entwickeln die Gewürze von dem Rub das richtige Aroma. Genau so muss das sein. Das Fertig kommt jetzt auch noch mit dazu. Und so nach 2-3 Minuten könnt ihr die Hähnchenbrüste schon drehen. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr es nicht zu lang drin lasst, sonst wird es relativ schnell schwarz durch das Curry. Und das wollen wir ja nicht. So ist es genau richtig. Schöne Röstaromen bekommen. Andere machen wir es auch noch schnell. Anderen Seite schön anbraten. Es geht auch recht zügig bei der Hitze. Jawohl, das reicht schon. Nachdem alle Hähnchen draußen sind, kommen Zwiebel, Knoblauch und Ingwer in den Topf. Die brate ich jetzt schön an. Zum einen mache ich das wegen Aroma von den Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer und dass sich der Bratensatz ein bisschen löst. Das hat er jetzt auch getan. Jetzt kommt Tomatenmark dazu. Das müsst ihr immer mit anrösten, dann verliert Tomatenmark einen Teil seiner Säure. Und ihr habt eine tolle Farbe später. Wurde ich auch noch kurzer Zeit erledigt. So sieht es dann aus. Dann kommt bei mir Kurkuma dazu. Genauso wie Curry. Die Gewürze müsst ihr immer anbraten. Dann entwickeln die ihr volles Aroma. Ihr habt ein wahnsinnig tolles Geschmacksbild in eurem Gericht. So muss es dann aussehen. Da müsst ihr auch aufpassen, dass es nicht zu lang anröstet, sonst wird es bitter. Die Gemüsebrühe brauche ich jetzt zum Ablöschen. Sieht man zwar jetzt nicht so viel, aber ihr seht, langsam wird das Bild wieder besser. Jawohl. Schön einreduziert. Jetzt kommen die passierten Tomaten dazu. Das braucht man dann, dass die Soße ein bisschen Bindung bekommt.
Zimt darf natürlich bei der indischen Küche überhaupt nicht fehlen. Ist ein Grundbestandteil der indischen Kocherei. Ja, die Hähnchen kommen jetzt zurück in das Tomatenbad. Da lasse ich sie schön schmoren. Genau, muss auch gar nicht ganz bedeckt sein. Zur Hälfte reicht, vollkommen. Dann kommt ein guter Schuss Sahne dazu. Schön unterrühren. So sieht es dann aus, jawohl. Und das Ganze lasse ich jetzt so für 25 bis 30 Minuten schmoren. Da lege ich noch ein paar Kohle oben drauf. Ja, das waren es genau 30 Minuten, jetzt schaue ich mal nach. Man sieht es nicht gerade viel. Kommt ein bisschen Agavendicksaft dazu. Die indische Küche ist ja so eine süß-scharfe Küche. Also die meisten meinen, indisch ist nur scharf. Nee, das ist nicht. Das ist ein Aromenvielfalt. Das ist echt der Hammer. So, jetzt habe ich es nochmal kurz probiert. Ein bisschen Salz fehlt noch. Schön unterrühren. Dann kommt meine angeröstete Cassius-Nüsse mit dazu. Es gibt ein nussiges Aroma in dem Gericht. Also falls die Soße zu dick werden sollte, kann man immer noch ein bisschen Gemüsebrühe nachschütten. Ja, sagen wir nochmal 20 Minuten das Ganze ziehen lassen. So sieht es jetzt aus. Ein bisschen Kardamom kommt jetzt mit dazu. Koriander. Müsst ihr auch gar nicht sparen, das passt in die indische Küche. Ja, dann kommt noch zum Schluss Ras el Hanout dazu. Muss man auch gar nicht sparen von dem ganzen Gewürzen. Paprika und Chili, die Chili sorgt jetzt für die Schärfe im Gericht. Ja, das Ganze schön unterrühren. Dann lassen wir nochmal so 10 Minuten leicht vor sich hinschmoren, dann sind so 45 Minuten. Frühlingszwiebeln tue ich auch gleich noch mit dazu. Aber ich muss sagen, die indische Küche ist doch echt der Knaller. Ja? Es riecht hier draußen. Das ist der Wahnsinn. Ja, die Frühlingszwiebeln schön unterrühren. Und dann kann man es noch so 5-6 Minuten leicht vor sich hinziehen lassen, dass die Frühlingszwiebeln auch ihr Aroma abgeben. Und dann können wir schon beginnen mit dem Tellerbild. So sieht es aus bei mir. Makhani-Hühnchen mit Wildreis. Das ist mein erstes indisches Gericht, was ich im Topf zubereitet habe. Ich finde es hervorragend. Ja, die indische Küche lebt ja von der Vielfalt der Gewürze. Für mich war es auch ein neues Geschmackserlebnis. Hat mich beeindruckt. Hat mir auch sehr, sehr, sehr gut geschmeckt. Müsst unbedingt mal nachmachen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Macht nicht so viel Arbeit, ist ruckzuck gemacht. Hat mir echt gut geschmeckt. Ja, das war's auch mit meinem ersten indischen Gericht. Wenn es euch gefallen hat und ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, könnt ihr das jetzt gerne nachholen. Würde mich riesig freuen drüber. Würde mich auch freuen, euch beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Thomas. Tschüss.